Hallo und herzlich willkommen bei Bewusstseinsentwicklung und Psychotherapie. Heute die Frage, wie hängen körperliche Erkrankungen und die Psyche zusammen? Hängen sie überhaupt zusammen? Vielleicht haben Sie schon mal Sprichwörter gehört, wie ist es mir eine Laus über die Leber gelaufen, die Angst geht mir an die Nieren und so weiter. Deutsche Sprichwörter weisen darauf hin und auch alte Kulturen wie die Chinesen und die Inder, dort in der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, und auch in Indien im Ayurveda. Dort wird die Psyche schon seit tausenden von Jahren mit einbezogen bei der Diagnose körperlicher Erkrankungen. Bei uns kennen wir die sogenannte Psychosomatik. Das ist immer dann, wenn man keine körperlichen Befunde finden kann, dann wird oft einer Krankheit ein psychosomatischer Hintergrund zugeschrieben. Dann wird sogar in der Schulmedizin anerkannt, dass die Psyche ein Bestandteil sein könnte. Vorher ist das oft nicht der Fall. Jeder hat ja schon mal gemerkt, dass er unter Stress, wenn er körperliche Symptomatiken oder psychologische Symptomatiken hat, dass unter Stress es ihm deutlich schlechter geht. Auch das schon ein Hinweis, der emotionale Zustand kann ein Krankheitsbild negativ verändern. Daher ist es immer optimal, auch bei körperlichen Erkrankungen, sich die psychologischen Hintergründe anzuschauen, um dort positive Veränderungen herbeiführen zu können. Das können meist negative Emotionen sein, wie Wut, Trauer, Sorgen, Ängste, Hass. Und wer schon mal erlebt hat, wie er unter Wut die Schultern zusammenzieht, kann sich vielleicht auch herleiten, wie Migräne zum Beispiel kommen kann, weil es eine extrem große Muskelspannung gibt im oberen Körperbereich. Durch unterdrückte Emotionen, auch so etwas ist möglich. So versteht man vielleicht auch, dass Durchfallerkrankungen oder andere körperliche Erkrankungen der Verdauung nicht immer nur darauf beruhen müssen, dass es nicht genügend Bakterien oder anderes gibt. Das kann natürlich sein. Dennoch ist es oft, der Körper spricht zu uns, etwas nicht verdauen können. Deswegen gibt es Verdauungsprobleme. Etwas, sich nicht abgrenzen können, Hautprobleme und so weiter. Der Körper spricht sehr deutlich mit uns und wenn man sich diese psychologischen Hintergründe anschaut, kann das immer positive Veränderungen auch in den körperlichen Erkrankungen mit sich bringen. Zumindest eine Symptomreduktion. Da nochmal das Beispiel beim Stress. Wenn der Stress wegfällt, dieser unterschwelligen negativen Emotionen auch sich hier etwas zum Besseren verändern kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich. Schöne Zeit.